Hallöch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man mit mir, der Mushroom, hier bei uns auf dem Pixeln-Kanal. Ja, es ist schon eine ganze Weile her, seitdem die letzte Folge rausgekommen ist, und wir machen jetzt nun weiter mit Silver Linings. Und fehlt nur noch ein Gebiet, dann haben wir das Ganze hier auf 100% gemacht. Und da hinten ist schon ein Verbrechen, da gehen wir jetzt auch gleich hin. Davor machen wir noch einen neuen Anzug. Hier, der wurde sich gewünscht, der elektrisch isolierte Anzug. Er wirkt ein bisschen aufgepumpt. Also so, ja, weiß nicht, so beulenhaft, aber ja, vielleicht gewöhne ich mich ja dran. Also freischalten. Zack, wunderbar. Was hat er für eine geile Fähigkeit? Elektroschlag. Modifizierte, hochaufladefähige Kondensatoren setzen Handschuhe und Gegner kurz unter Strom. Okay, das hört sich doch eigentlich ziemlich nice an. An sich echt ganz nice. Okay. Cool. Kann man diese Herausforderung ganz locker machen, wenn es heißt, setze 10 Gegner oder so auf einmal unter Strom. Gar nicht so verkehrt. Okay, lassen wir mal. Ja, diese komischen Dinger da an den Schultern. Weiß ich nicht. Und am Kopf? Ja gut, ist halt ein Elektroanzug, ja. Ist halt verständlich. Alles klar, machen wir das Verbrechen. Ich weiß gar nicht, wo sind wir, in welchem Viertel? Wir sind in Chinatown. Genau, in Chinatown müssen wir es noch... 5 Hammerhead-Verbrechen machen, ein Olympus-Versteck und 2 Tatort-Aufnahmen. Screwball-Herausforderung haben wir in der letzten Folge schon gemacht. Ich meine auf Gold leider nicht, da hat es gefehlt. Egal. So, wir machen jetzt das Verbrechen und danach gehen wir zur Tatort-Aufnahme. Ups, ich Idiot. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Das ist ein Monat her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und zack. Ihr braucht nicht noch mehr Waffen und garantiert keine Nahrungsvorräte. War nicht so ein Dicker. Warte mal ganz kurz, wir machen mal das hier. Das sind 2 dicke Typen. Nein, so nicht. Ist er jetzt down? Tatsächlich. Wer hat hier noch einen Raketenwerfer? Du. Wohin hast du geschossen da hinten, bitte? Upsa, so nicht. Zack. So, der ist down. Der ist auch da. Den da hinten holen wir uns nochmal. So. Dammit! Hammerhead gegen die willigen Helfer nie aus, was? Oh, da kommen noch mehr. Alles klar. Miles, was hast du für mich? Miles? Miles, das ist toll. Vielen Dank. Nein, aber keine Sorge. Ah, stimmt. Aua. Ich weiß, Miles, ich weiß. Bis bald. Okay, Dachparty, Ecke Church und Brew. Genau, weil wir alles Kubola-Herausforderungen gemacht haben. Mussten wir warten, bis wir herausgefunden haben, wo die Party von ihr stattfindet. Und dank Miles wissen wir das jetzt. Solange ihre Fans ihr Anerkennung geben, wird sie immer gefährlichere Aktionen starten. Und deshalb muss ich sie aufhalten, heute Nacht. Und wo ist das jetzt? Abschlussparty. Ah. Da hinten, okay. Hier ist sie. Perfekto! Ah, guck mal, das ist von Screwball. Eine Nebenmission hier. Okay. Ja gut, wir machen erstmal das jetzt hier. Oh yeah, habe ich das vermisst. Hup. Ich glaube, ich bin fast da. Schauen wir mal, da. Stimmt, hinterlässt Yuri all diese Sachen. Ja, wie kommt sie da hoch, bitte? Noch ein Bericht und ein Rekorder. Ich will fast nicht zuhören. Guck mal da. Oh oh. Ich will mal kurz ein Selfie machen. Ah, ist immer dasselbe. Ja, ja. Ich mach ein anderes.
Man hielt es für einen Unfall, aber stimmt das? Diese Fallakten werden immer aktueller. Das hier ist erst vor ein paar Wochen passiert. Sie wirken nervös. Ja, naja, wenn der Chief wüsste, dass ich undercover für Sie arbeite. Ich darf meinen Job nicht verlieren. Vielleicht sollte ich diese Atemübungen mal ausprobieren. Na, das ist aber interessant. Keine Angst. Ich werde nichts sagen. Und Sie machen das gut. Sie sehen wirklich aus, als wären Sie vom Fach. Vielen Dank. Glaube ich. Sie glauben, er weiß, dass Sie verkabelt waren? Wenn ja, dann ist er ein verdammt guter Lügner. Er ist ein Magier-Handlanger. Und ein guter Lügner. Aber ob er auch weiß, dass er angelogen wird? Das wird sich morgen herausstellen. Sind Sie sich ganz sicher? Wir erwischen ihn, wenn er versucht, einen Officer zu töten. Dafür bekommt er lebenslänglich. Juri, was machst du nur? Ich muss sie finden. Oh ja, das müssen wir. So. So würde ich gerne ein Foto machen. Oh mein Gott! Oder vielleicht doch lieber unten? Da ist mir auf jeden Fall Licht anmachen. Wieder in die Blende ein bisschen hoch, ganz klar. Ein bisschen mehr Belichtung rein. So. Ja. Mach's mal ein bisschen stärker. Das ist ein Unterschied? Ja, schon Unterschied da, gell? Gut, lassen wir mal so. Nein, nicht verlassen. Genau so. Ich finde das Thumbnail. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So. Oh! Okay, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Olympus-Versteck. Führe 15 Luftschleuderangriffe aus und 100er Trefferkombo im Leben nicht. Im Leben nicht. Das kriege ich doch niemals hin. So eine große Combo. Naja, wir probieren es mal aus. So. Okay. Aha, ein Verbrechen. Du sollst nicht auf mich schießen, Mann! Danke, dass ihr das Dach offen habt. Das macht es mir leichter. Ohne Scheiß. Zack. Weiter. Auf mich jedes Mal zu treffen. Immer noch zu weit weg. So, jetzt. Aua. Ihr seid in die Polizei verknallt und wollt euch interessant machen. Hier steigt ihr aus. Und du auch noch. Bitte halt an! Auto! Natürlich. Mehr Hämmer, Hexträger. Wie, Alter! Na toll, Alter. Ah. Wer ballert da doch? So. Das war's. Tja, ein ganz normaler Tag. Ein sehr langer Tag. Lass dich nicht stören. Lass dich nicht stören. Mach ich nicht. Wo ist denn das? Wurde er versteckt? Der Eingang zu seinem Versteck muss ganz in der Nähe sein. Ah, da. Bestimmt unter der Erde. Einfach mal so mit dem Fuß hochgekickt, Mann. Okay. Ah, ich versuch's, glaube ich, erst gar nicht. Doch, ich versuch's schon. Die 100er-Kombo. Aber es ist halt immer so schwer.
Yeah. Das ist auch geil. Hi, David. Ich habe das letzte Versteck gefunden. David! So, fertig. Also, ich dachte, vielleicht sollten wir die Hilfsgüter zur Polizei bringen. Nur zur Aufbewahrung. Ich passe lieber selber darauf auf. Ich habe das Gefühl, dass du mir was verschweigst. Ich hatte ein Arbeitsvisum über Sable International. Durch meine Kündigung ist es ungültig. Schon eine Ausweiskontrolle könnte meine Abschiebung bedeuten. Ich will nur das hier erledigen. Dann bin ich weg. Vielleicht kann ich dir bei der Aufenthaltsgenehmigung helfen. Es ist schon okay. Das war meine Entscheidung. Ich bereue es nicht. Hey, mein... Das muss man doch hören. Und ja, aufgepasst, aber nicht gut genug. Und wieder hoch. Ist da jemand? Als da nur noch ein paar Fußspuren. Das ist zwar sehr gefährlich, aber egal. Zack. Jetzt läuft da alleine rum. Boom. Schade, dass man nicht irgendwie zwei Stück ausschalten kann auf einmal. So, sie stehen jetzt immer nur noch im Doppelpack, gell? Sind sie auch noch zu zweit? Ah, da steht auch noch einer rum. Ah, sind auch zu zweit. Was zum... Komm mal her. Ich dachte, ihr geht beide dahin, damit ich das Regal auf euch werfen kann. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Jetzt müsste gleich die zweite Gegnerwelle kommen. Na komm, wie ärgern wir euch? Was? Hä? Du Spuren? Komm her. Hey, schlaf schön. Yo, Milano. Kannst du meinen Posten übernehmen? Muss pinkeln. Milano, bist du da? Milano! Jemand soll nach ihm sehen. Unterwegs. Ah. Da kommen sie alle. Hey Jungs! Hi Jungs! Unterirdisches Versteck, aber sorgt für genug Vitamin D! So, probieren wir es mal aus. Wir setzen uns unter Strom! Hi MJ! Tut mir einen Gefallen? Ja, was denn? Erinnerst du dich noch an deinen Artikel über den Lehrermangel hier in der Stadt? Tja, hätte da jemand passen, denn. Wenn er ein Visum hätte. Oh, perfekt. Ich glaube, manchmal sind Arbeitsvisa über Empfehlungen möglich. Schick mir seine Daten, ich höre mich mal um. Wie hat die Spinne uns gefunden? Ich bin nur dem Geruch gefolgt und ich dachte, auf der Straße stinkt. Boom! Boom! Das ist nicht meine Liga, Penner. Wirklich? Es ist echt hart. Genau wegen den Typen, Mann. Die hatten scheiß Knarren, ey. Hör auf, mich abzuschießen. Der nächste ballert mich ab. Ein Nickel für jedes Mal, wenn ich das höre. Moment, gibt's überhaupt noch Nickel? Sobald ich hier fertig bin, schlage ich das mal nach. Aua. Mal kurz heilen. Hast du Glück gehabt? Keinen mehr verlieren. Ich schaffe den Clown alleine. Komm mal her.
Ach, diese scheiß Bodenkacke da. Wie machen diese Luftdinger? Diese Luftangriffe? Oh, das ist böse. So, wie war das? Wie war das? Wie war das? Das meinen die, oder? Luftschleuder? Okay. Ich probier's mal. Toll, dafür werde ich weniger hart zuschlagen. Luftschleuder, ja, alles klar. Zeit zu sterben! Ihr hört nicht auf zu springen! War das einer? Dann ziehen wir sehen doch jemand anders an! Jetzt verzieh dich, alle! Ah, das sind Luftschleuder! Idiot! Okay. Nächster! Natürlich erwischte mich noch. Bazooka-Typen natürlich. Oh, natürlich! Natürlich, obwohl ich ausgewichen bin. So lächerlich. Es ist immer dasselbe. Ah, blöd. So, pass auf. Wir machen gar nicht so lange rum. Hat mich überrascht. Da drüben! Das ist die Spinne! Eins. Natürlich nicht. Wir gehen hoch, verdammt. Oh. Aber sorgt für genug Vitamin D. Hey, was geht? Hi, MJ. Hast du mir eigentlich... Erinnerst du dich noch an deinen Artikel über den Lehrermann hier in der Stadt? Ja, könnte da jemand passen, denn... wenn er ein Visum hätte. Ich glaube, manchmal sind Arbeitsvisa über Empfehlungen möglich. Schick mir seine Daten, ich höre mich mal um. Nimm das! Das ist ein Bazooka, man. Vorsichtig! Wir verlieren von allen Seiten Leute! Einer noch. Ich mach dich fertig! Aua! Ich kann meine Kräfte gerade nicht einsetzen, weil ich... Nein! Falsch! So, jetzt bleiben wir mal kurz alle hier ganz cool, ja? Ja, ja. Ah, hat gezählt. Da ist er. Auf ihn. Ein Nickel für jedes Mal, wenn ich das höre. Moment, gibt's überhaupt noch Nickel? Sobald ich hier fertig bin, schlage ich das mal nach. Komm mal her. Bam! Alle erwischt! Es ist Spider-Man. Ja, wer sonst? Das ist so toll, dafür werde ich weniger hart zuschlagen. Idiot!
Ja, danke. Nee, nee. So, nimm das. Down. Du lässt die Bazooka schön stecken, Junge. Der Kerl liegt drauf ab. So. Alter Finne. Das. So. Oh mein Gott. Es war so klar, dass der Typ mich erwischt. Fuck you! Doch, mach ich. Noch mehr! Meine Güte! Wisst ihr, wenn ihr alle gleichzeitig rausgehen, wäre die Chance größer, dass... Na, ich gebe lieber keinen Tipp. Oh mein Gott! Nein! Die letzte Welle! Das kann nicht wahr sein, Mann! Ah, furchtbar! Oh Mann, ich dachte, wir wären schon bei der letzten Welle. Angriff! Du bist erledigt, Spider-Man! Nee, du. Ich schaffe den Clown alleine! Oh, das muss wehgetan haben. Das ist so gemein, dass sie halt die Waffen aufheben können von ihren Freunden. Hey Jungs, tolles unterirdisches Versteck, aber sorgt für genug Vitamin D. Denn das. Hey, was gibt's? Hi MJ, tust du mir einen Gefallen? Ah, was denn? Erinnerst du dich noch an deinen Artikel über den Lehrermangel hier in der Stadt? Tja, ich hätte da jemand passen, denn... Wenn er ein Visum hätte. Na, komm! Oh, so lächerlich wieder, weil mich irgendwas wieder so erwischt hat. Deswegen habe ich extra die Dinge aktiviert. Ich bin nur dem Geruch gefolgt und ich dachte, auf der Straße stinkt. Bringt ihn um! Bist du harte Worte hier? Richtig hasse, ey, diese Typen mit den Schildern, ey. Ja, ist schon gut. Hör auf, mich abzuschießen. Hier. Da ist er. Auf ihn. Ein Nickel für jedes Mal, wenn ich das höre. Moment. Überhaupt noch Nickel? Sobald ich hier fertig bin, schlage ich das mal nach. Das. Okay, wo bist du? Penner. Und das. Komm her, Mann. Du weißt meinen Namen noch. Das ist so toll. Dafür werde ich weniger hart zuschlagen. Was machst du da oben schon wieder? Springen!
Mal kurz heilen lieber. Und wo kam die jetzt? Ja, schon richtig. So. Oh Gott. Na toll. Wohin gehst du? Nein, so nicht. So, wo war der? Oh mein Gott. Da unten bist du. Da bist du ja! Bazooka Man! Wirklich? Das klappt halt echt nicht immer. Alter, ich bin ausgewichen. Oh, bitte. Nein, das glaube ich nicht. Letzte Welle. Wisst ihr, wenn ihr alle gleichzeitig rauskämt, wäre die Chance größer, dass... Na, ich gebe lieber keinen Tipps. So. Oh. Zack. Gute Nacht. Aua. Nee. Du kommst her. Gleich zwei Stück von euch. Okay, die schaue ich so weg. Und ich auch noch. So, geile Anzugkraft aktivieren. Jeder, der jetzt zu nahe kommt, der kriegt einen Schlag ab, Mann. Komm her! Hier! Bam! Das zählt nicht, Mann. Puff! Bazooka Man. Machst du das, ja? Ne. So nicht. Komm wieder her, Mann. So. Ah, oh, Idiot! Das wird wehtun. Komm on. Oh! Ne, jetzt verliere ich nicht. Komm wieder. Was war das denn? Das! Oh. Mein Gott! Diese Verstecke, die ziehen sich immer so. Yay! Huletter Combo, ey. Das klappt jetzt nicht. Jetzt suche ich die Hilfsgüter für David. David? Wo sind sie? Könnten sie sein? Wo könnten sie sein? Fahr mal hier hoch jetzt. Wo sind sie? Hä, bin ich jetzt blind? Ich sehe sie nicht.
Da hinten. Ah, guck mal. Ja. Das hier müssen die Hilfsgüter sein. Oh mein Gott. Natürlich. Zack. Ja, das will ich. Das war's. Die letzten Hilfsgüter sind gesichert. Danke. Ich bringe alles zur Symkarianischen Botschaft und sorge für die Auslieferung. Sag einfach Bescheid, wenn ich noch irgendwie helfen kann. Mach ich. Und danke nochmal, Spider-Man. Das war's wohl. Hoffentlich kann MJ was für ihn tun. Hoffentlich. Okay. So, dann fehlen uns hier noch eine Tatortaufnahme und drei Verbrechen. Jawohl. Dann machen wir die auch erstmal. Juhu! Ich glaube, ich bin ganz nah am letzten Tatort. Yuri war hier. Wo ist die Akte? Yuri. Hey David, was gibt's? Hey David. Ich habe die Hilfsgüter und bin auf dem Weg zur Botschaft. Aber ich glaube, ich werde verfolgt. Wo bist du? Ich bin nicht sicher. Ich... David? David! Halt durch! Bin unterwegs! Hammerheads Leute wussten, dass David allein ist. Und angreifbar. Ich hätte es wissen müssen. Durchhalten, David. Okay. Da ist die zweite. Da ist noch eine Sache gesperrt, okay. Das sind die zwei Nebenaufgaben dann für das Gebiet hier, alles klar. Dann hören wir uns erstmal das an hier. Die Polizei hielt dies für einen Selbstmord, aber Yuri hatte Zweifel. An der Wand? Das Opfer gehörte zu Hammerheads Kumpanen. Was sich hier hängt. Hey, Captain. Sind Sie bereit? So bereit wie nie. Ich bin verkabelt und auf dem Weg ins Büro. Schnapp mir nur noch einen Kaffee. Okay, ich gebe einen aus, wenn es vorbei ist. Darauf freue ich mich, Captain. Yuri wurde suspendiert, aber sie lässt nicht locker. Das verdient wirklich Respekt. Hi, einen großen Kaffee bitte. Hallöchen, Doc. Mit wem haben Sie gerade gesprochen? Oh. Hey. Nein. Warum habe ich mir das angehört? So, gut, das war die Nebenmission. Wo ist die eine Nebenmission hier hin? Und hier ist jetzt auch eine. Okay. Alle Einheiten, wir verfolgen gestohlenes... Anruf von einer unbekannten Nummer. Hallo? Hallo, alter Freund. Yuri? Treff mich an der Ecke Madison und 23. Straße. Wir müssen reden. Halt, warte, Yuri! Mist, sie ist weg. Nachher... Ich wollte nur gucken, wie es aussieht. Muss es ihr furchtbar gehen? Sie tut nichts ohne einen Grund. Warum hat sie mich also auf diese gruselige Tatort-Tour geschickt? Sie muss eine Spur zu diesem Handlanger haben. Ich freue mich, sie zu sehen. Und ihr zu helfen. Bei was auch immer. Oha. Achso, ja genau. Hier ist ein Verbrechen. Einem Menschen helfen. Die Screwball-Mission ist irgendwie weg. Ah, sind noch alle da. Alles klar. Gut. Ja, perfekt. Wie ich es mir gedacht habe, das ist eine Nebenmission hier. Nein, das hier wollte ich haben. Ja, wo ist das Verbrechen? Es ist weg. Nein. Hopp. Kommt bestimmt gleich wieder.
sagen, die Nemesium machen wir dann in den nächsten Folgen. Es wird jetzt natürlich öfters kommen, regelmäßiger Spider-Man. Ich habe jetzt Zeit, Kingdom Hearts ist ja vorbei. Juhu! Ich habe mittlerweile mit dem Ray zusammen, haben wir Captain Marvel angeschaut im Kino. So, dass wir aktuell sind, also auf dem neuesten Stand, was die Filme angeht. Damit wir vorbereitet sind für Endgame. Bin schon ziemlich heiß drauf. Der soll ganze verdammte 3 Stunden gehen, was ich auch irgendwie ziemlich cool finde. Wir werden langsam echt verwöhnt, was Filmlängen angeht. Also mittlerweile sind so Filme, die nur 90 Minuten gehen, für mich halt so, ja, kurz irgendwie. Wenn man sich halt überlegt, dass so die meisten Serien, dass da eine Folge... Oh nein, ich Idiot. Uff, war gar nicht drauf geachtet. Mann, ich Depp. Sorry, Leute. Ja, also, dass die meisten Serien, die ist, dass da eine Folge so 40 bis 50 Minuten halt geht. Und wenn du halt einen Spielfilm bekommst, der 90 Minuten geht, denkst du dir auch, huh, ist irgendwie kurz für den Film. Klar, manche, da bietet sich halt nicht an, dass man da mehrere Stunden draus macht. Bei so einer Komödie oder so, keine Ahnung. Wow! Wie wär's, wenn wir nicht halt Manhattan hochjagen? Alles klar! Wo ist hier mein... Das hier. Kenn dich mal bitte! Ne, warte. Den einen will ich ja noch hinten raus. Tschüss. Was, du kannst mal, ich dachte, du bist weg. Da ist noch einer. Tschüss. Ja, was ist los? Hallo, wo läufst du? Und in den letzten Jahren, da kamen halt die ganze Zeit Filme mit 2 Stunden knapp. Klar, gab es ja auch schon vorher, aber das waren eher die Ausnahmen. Irgendwas Tropisches, ohne Raketen. Ich hab so richtig Bock drauf auf den Film. Keine Ahnung. Das wird sicherlich geil. Oh, am besten scharf links. Und dann, ich weiß gar nicht wie lange. Ein, zwei Monate später kommt schon der neue Spider-Man-Film. Oder? Oder täusche ich mich da gerade? Sieht aus wie eine Lieferung nach Simkaria. Die sollte ich auf den Weg bringen. Spider-Man, schaltet ihn aus! Hi, Jungs. Ich kann nicht glauben, dass ihr ein Straßenfest veranstaltet und den freundlichen Spider-Man aus der Nachbarschaft nicht einladet. Ich stoppe dich in den Fuß! Machst du das? Komm, Alter, wenn man einmal ausweicht, bitte. Du wolltest auf mich schießen schon wieder? Nee, das machst du nicht. Aua! Komm her, Mann, Dicker. Puff! Willst du? Ah, warte mal. Ah, sind leer. Wie kommt der noch? Warte mal ganz kurz. Was machen wir denn? Warte, warte, warte.
Lädt sich leider nicht mehr so schnell auf. Schade. Alter, Finde, guck mal. Haha. Idiot. Einer läuft hier noch rum. Da. Idiot. Die Menschen in Sinkaria brauchen diese Vorräte. Hoffentlich gehen die bald raus. Ich weiß nicht, was wir ohne dich getan hätten, Spider-Man. Danke. Und aller Kritik zum Trotz muss ich sagen, ich fand Captain Marvel gut. War ein guter Film, hat mich sehr unterhalten. Hatte seine witzigen Momente auch. Hey, was geht mit dir? Spider-Man, ich würde dir gerne den Arsch. Oh, wie krass! Hat jemand das aufgenommen gemacht? Yeah! Ich hab 5 Erfahrungspunkte bekommen. Finde ich nice. Er war jetzt nicht der beste Marvel-Film, den ich gesehen habe bisher. Für mich. Aber war gut. Für mich sind immer noch die besten. Ist ja schwer entscheiden. Infinity War. Und Thor 3. Wobei die Guardians auch sehr nah dran sind. Das Schlechteste von dem Film ist für mich Captain America 1. Ich weiß nicht warum. Ich fand ihn einfach nicht gut. Ah, Idiot. Wenigstens haben die Hammerhead-Typen immer volle Karren. Kann ich mich mal kurz aufladen, bitte? So, erstmal kurz Ruhe hier, okay? So, einmal kurz aufladen. Klack, 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 klack. Ich muss meine Netze stärker machen. Komm nochmal hoch. Diese geile Laserwaffen von denen, Mann. Und Takedown! Boom! Ich sollte lieber hier weg, bevor Jameson mich das Autodiebstahl. Das war's! Chinatown ist abgeschlossen. Cool, fehlen hier noch die 2 Nebenmissionen. Und noch Yuri. Alles klar. Sehr, sehr nice. Verschwinde, Spider-Man. Verschwinde, Spider-Man. Suchen wir uns mal ein schönes Gebäude. Hier. Komm, noch weiter hoch. Das ist doch viel zu niedrig. Da, auf diesem Sender dort. Zack. So, ja komm, hier. Hier ist doch schön. Hopp. Zack. Yeah. Okay. Schön, wie das aussieht. Wo ist der Avenger Tower? Das ist er nicht. Der gehört doch zu Oscorp, oder? Ja, das war er nicht. Kann man das hier sehen? Wo er war? Der ist hier, oder? Ja, da ist er. Gucken wir mal, wo der ist. Ah, kann man leider nicht so gut sehen. Schade. Okay.
So. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir halt diese Folge. Was habe ich denn noch für Anzüge? Okay, ich kann gerade nur noch einen freischalten. Und das ist mein Spider-Punk-Anzug. Ich muss halt dringend im Hauptspiel weitermachen, damit ich hier die Forschungsmarken bekomme. Also ich kann gerade mal den Spider-Punk freischalten und anziehen. Oder ich ziehe einen von diesen zwei neuen hier an. Oder hier diese neuen. Zeig jetzt. Cyber-Spider-Man. Also Cyborg-Spider-Man. Dann haben wir noch Aaron Aikman Armor. Den hatten wir auch schon an. Ja, ihr dürft entscheiden, ihr dürft in die Kommentare schreiben, was für einen Anzug ihr gerne sehen möchtet. Bombastic Batman Anzug, Future Foundation Anzug oder Spider-Punk Anzug. Schreibt es mir in die Kommentare, Leute, damit ich einen auswählen kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Spider-Man wieder. Bis dahin, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.